Hallo Klaus, ihr hattet am Wochenende ja Fraktionsklausur der Linken im Abgeordnetenhaus. Wie war es denn? Wie ist deine Einschätzung? Na, wir haben erstmal natürlich darüber diskutiert, wie ist es jetzt eigentlich nach der Wahl, wo wir auf den Oppositionsbänken Platz genommen haben, sind wir angekommen, haben wir schon den richtigen Tritt bekommen oder sind wir mental immer noch im kompromissfindenden Regierungskonstellation verhaftet. Das war eine sehr, sehr offene Debatte, auch eine harte Debatte, aber eine sehr solidarische Debatte. Ja klar, unsere Aufgabe ist jetzt nicht mehr dafür zu sorgen, dass innerhalb einer solchen Koalition Kompromisse ausgehandelt werden, sondern wir müssen jetzt diesen Senat treiben. Wir müssen Ideen, Vorschläge machen, wir müssen gemeinsam mit der Stadt zusammen versuchen, Druck aufzumachen. Und das war natürlich durchaus eine Herausforderung. Ich glaube, wir haben die ganz gut hinbekommen. Die Stimmung war jedenfalls am Schluss gut und ich hatte auch ein gutes Gefühl. Das ist ja erstmal sehr gut. Aber um welche inhaltlichen Schwerpunkte ging es denn bei eurer Klausur? Naja, wir haben zwei Dinge gemacht. Wir haben Bilanz gezogen über die Herausforderungen, die wir unter Regierungsbeteiligung schon angefangen haben. Bildungspolitik, Gemeinschaftsschule, gemeinsames längeres Lernen, vernünftige Kita-Ausstattung zum Beispiel. Das war ja eines unserer Themenfelder seinerzeit. Aber wir haben natürlich auch in die Zukunft geguckt. Die Themen, die uns jetzt bewegen, die ganze Frage Mietenpolitik, wie geht es weiter mit dem öffentlichen Dienst, was können wir hier für die öffentlichen Infrastrukturen tun, Wasser, Energie, dergleichen. Das waren Themen, wo wir dann am Sonntag und am Sonntag intensiv darüber diskutiert haben, dann auch öffentlich unter Pressebegleitung. Und das ist eigentlich durchaus eine, finde ich, sehr, sehr spannende, sehr, sehr konzentrierte Diskussion gewesen. Du hast eben den öffentlichen Dienst erwähnt. Nun hat ja Rot-Rot und damit die Linke eben auch in der Regierungsbeteiligung selber im öffentlichen Dienst Stellen abgebaut. Wie passt denn das beides zusammen, dass wir uns jetzt für den Erhalt einsetzen? Naja, Berlin hatte lange Zeit einen sehr, sehr überdimensionierten öffentlichen Dienst. Das hatte mit der Westberliner Frontstadt-Situation zu tun. Das hatte was damit zu tun, dass in Ostberlin natürlich auch ein bestimmter Bestand da war und Berlin ja als Haushaltsnotlageland tatsächlich sehen musste, wie es im Vergleich zu anderen Bundesländern, im Vergleich zu anderen Städten irgendwie auf einen Trichter kommt, irgendwie in der Lage ist, diesen öffentlichen Dienst auch zu finanzieren. Das ist jetzt zur Ideologie geworden und wir sind mit der Situation konfrontiert, dass in bestimmten Bereichen inzwischen vorne und hinten das Personal nicht mehr reicht, um die ganz banalen bürgernahen Dienstleistungen zu erbringen. Also es kann einfach nicht sein, dass man beispielsweise im Bürgeramt 8 Stunden sitzen muss, um einen Personalausweis zu bekommen und im Wohngeldamt ewig gebraucht wird, bis die eigenen Wohngeldanträge bearbeitet sind. Und da sind wir mittlerweile an dem Punkt, wir konnten der SPD abhandeln, in bestimmten Bereichen Einstellungskorridore zu machen. Korridore sind eng, lang und dünn. Jetzt reichen keine Einstellungskorridore mehr, sondern wir müssen eine richtige Einstellungsoffensive vollziehen. Berlin muss jetzt deutlich mehr Menschen einstellen, als altersbedingt ausscheiden, sonst wird der öffentliche Dienst in Berlin Ende des Jahres tatsächlich im Kollaps enden. Und das ist genau der Punkt. Wir haben über lange Zeit hinweg in Berlin versucht, strukturiert den öffentlichen Dienst auszubauen. Jetzt ist er ausgeknautscht, jetzt muss tatsächlich was passieren und da wollen wir auch den Senat treiben und da wollen wir uns gemeinsam mit den Personalräten und mit den Gewerkschaften, aber auch mit den Leuten selbst, die dann eben in den Schlangen stehen am Bürgeramt, zusammentun und diesen Senat richtig treiben. Du sagst den Senat treiben und du sagst mit den Leuten zusammen, die da in den Schlangen stehen. Werden wir doch mal konkret, was kann die Linke in Berlin als eben nicht mehr Regierungspartei, sondern als eine von 3 Oppositionsparteien eigentlich erreichen und wie kann sie es erreichen? Also ich glaube, dass du als Oppositionspartei immer gute Ideen brauchst, das ist das eine. Aber wenn du um 21 Uhr im Parlament tolle Reden hältst und super Ideen auf den Tisch packst, interessiert es in der Stadt keine Sau. Entweder wir schaffen es mit in Allianzen mit Leuten, die sich selbst auch für die Dinge einsetzen, Druck zu machen, Dinge zum Thema zu machen, mit den bestimmten Themen, ob das jetzt Mieten, öffentlicher Dienst, Rekommunalisierung ist, tatsächlich auch eine gewisse öffentliche Debatte zu erreichen, die über die Zeilen der einen oder anderen Hauptstadtzeitung hinausreichen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man tatsächlich Druck entfaltet. Und wir haben ja auch unter Regierungszeiten gelernt, wie schwer es mitunter ist, Dinge durchzusetzen, wenn du es nicht schaffst, ein Thema in der breiten Stadtgesellschaft zu verankern. Also wir müssen, wenn es um die Frage des öffentlichen Dienstes geht, tatsächlich die Beschäftigten im öffentlichen Dienst selber im Boot haben. Aber wir müssen auch denjenigen, die sagen, mir ist doch völlig egal wie, Hauptsache der öffentliche Dienst stellt mir meinen Personalausweis aus, deutlich machen,
Nur wenn hier in dem Bereich tatsächlich wieder zukunftsfähige Einstellungen, Weiterbildung, Angebote erfolgen, dass dieser öffentliche Dienst wieder eine Perspektive hat, dann wird hier in Berlin in 5 oder 10 Jahren noch eine vernünftige Verwaltungsleistung erbracht. Also es muss gesellschaftlicher Druck da sein. Wir müssen Leute gewinnen, mit uns gemeinsam zu kämpfen. Und das ist das, was wir jetzt angehen.